Wahrheit in die Welt bringen wird. Dankeschön. Frau Kollegin Harms, wenn Sie gleichzeitig auch gegen Tschechien jetzt reden werden, weil Tschechien jetzt ein politisches Verfahren der politischen Justiz gegen den früheren Präsidenten Václav Klaus anstrengen, dann haben Sie eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich habe kein Wort der Kritik gehört. Es spielt sich dort das Gleiche ab, wird aber nicht kritisiert. Ich möchte dem Herrn Kommissar Füle danken für seine persönlichen Bemühungen, die Verhältnisse zwischen der Europäischen Union und der Ukraine zu verbessern. Das ist ein sehr großes persönliches Verdienst, das Sie haben. Dieses Assoziierungsabkommen liegt in beiderseitigem Interesse, aber schwergewichtig in unserem Interesse. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass die Frage proeuropäische Ausrichtung, ja oder nein, in der Ukraine zugunsten der europäischen Ausrichtung entschieden wird. Das ist unser Interesse. Dazu dient dieses Assoziierungsabkommen. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass der Gastransit im Interesse Europas modernisiert wird. Das ist europäisches Interesse. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass auch dass die Leistung der Ukraine im Rahmen des OSZE-Vorsitzes 2013 zur Lösung des Transnistrien-Konfliktes anerkannt wird. Und daher werden sich die Verhältnisse nicht verschlechtern und verbessern, wenn wir das Assoziierungsabkommen nicht unterschreiben. Die Bemühungen bleiben aufrecht. Und daher ist es im Interesse Europas, dieses Assoziierungsabkommen zu unterschreiben, um weiterhin die Bemühungen zur Verbesserung der Situation in der Ukraine fortzusetzen. Herr Protasiewicz. Ja, danke schön, Herr Präsident, Herr Kommissar. Die heutige Aussprache findet statt nach 2 Wochen, nachdem der EU-Ukraine-Gipfel